Ahoi, liebe Zielgruppe, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Es wird Zeit für ein Messer-Update. Was hat uns gefallen? Was hat uns weniger gefallen? Und was würden wir uns fürs nächste Jahr wünschen? Das sehen wir wann? Nach dem Intro. Wir sitzen hier in Halle 7 in der Blogger Lounge. Das ist das Erste, was ich hoffe, dass das vielleicht irgendwann geändert wird. Vielleicht in, wer nennt sich das, Creator Lounge oder so, weil wir sind keine Blogger. Vlogger sind wir mal so. Vielleicht Creator Lounge, das wäre die erste Sache. Das ist ganz minimal und das ist, oh Gott, was hatten wir für Probleme? Ja, das ist ja kein großes Manko, ne? Genau. Genau. 75.000 Leute haben ja das erste Wochenende hier genossen. Man hat viel positives Feedback hier mitbekommen. Die Hallen sind richtig gut besucht gewesen. Also ich glaube, da hat die Messe alles richtig gemacht. Was natürlich euch auch aufgefallen ist, so wirkliche Neuheiten gibt es wenig. Ich habe zwar hier einen riesen Zettel, also hier sind, ich weiß gar nicht, wie viele Seiten das sind, da steht einiges drauf, aber wenn man sich das mal anschaut. Ja, dann sind nur wenige Details meistens verändert, aber das liegt, glaube ich, auch an der Marktlage eigentlich selber. Ne? Das ist halt auch auf dem Markt geschuldet. Es ist zurzeit gerade sehr schwierig, überhaupt irgendwelche Fahrzeuge neu zu kreieren und dementsprechend ist das aktuell nicht der Marktplatz, wo man was kriegen kann. Man erwartet für 2024 Neuerungen, dass halt dort dann wahrscheinlich mehr Grundrisse gehen, neue Ideen entwickelt werden. Also da lassen wir uns einfach mal überraschen. In diesem Jahr halt nicht viel. Ja, dann hatten wir es im Messe-Update auch gesagt, E-Fahrzeuge ist immer noch kein Markt. Also solange die Reichweite nicht funktioniert, wird der Markt auch nicht wirklich groß werden. Genau, und auch das Laden, weil die Infrastruktur auf den Campingplätzen ist ja auch nicht unbedingt so dafür ausgelegt. Ganz im Gegenteil, sie wird immer schwieriger. Richtig. Sonst P1, ja, das ewige Fluglärm, der gehört einfach dazu. Also genau, damit, das ist Messeerlebnis, ne? Genau. Aber was wir sagen müssen, was uns richtig gefallen hat, war das Creator-Treffen. Also das, was die Messe hier auf die Beine gestellt hat mit der Agentur Prachtstern, das war schon richtig cool. Man hat sich einfach mal mit den anderen Creatoren ausgetauscht. Man konnte sich mit Marken austauschen. Genau, ganz wichtig, denn damit wir auch euch ein bisschen Videos liefern können, brauchen wir ja auch Informationen und Input. Und so ist die Konnektivität echt super da. Genau, das haben wir jetzt durch auch mit NRW-Tourismus. Ja. Also wir haben neue Ideen, wo wir auch mal vielleicht verlängerte Wochenende hinfahren, vielleicht auch mal eine Woche Urlaub machen können. NRW hat viel zu bieten und das wussten wir vorher nicht, deswegen ist das schon sehr lohnenswert. Genau, und das ist das Schöne an solchen Meet and Greets halt mit anderen Firmen oder halt mit Tourismusverbänden. Also wirklich, das hat uns sehr, sehr gefallen und da freuen wir uns auf nächstes Jahr, wenn die Möglichkeit wieder besteht. Dann glaube ich, unser persönlichstes Highlight überhaupt. Das wäre, ich bin gerade, stehe gerade auf dem Schlauch. Das ist traurig, er hat Herz gemacht. Ach so, ja, unser Beitrag natürlich, genau, unser Vortrag. Der war natürlich klasse, dass wir die Gelegenheit hatten, hier uns, ich sag mal, über Norwegen ein bisschen die Leute hier zu informieren. Und ja, wie soll ich sagen, es ist auch ziemlich, ziemlich gut angekommen, denn die Bühne, die war natürlich voll, ehrlich. Ja. Ja, Travel on Nature, das lohnt sich auf jeden Fall, jedes Mal hinzugehen. Also nicht nur in diesem Jahr wird es schwierig, weil wie gesagt, dann, wenn das Video online kommt, ist die Messe so gut wie vorbei. Ich kann euch nämlich nicht sagen, wann es gerade online geht. Aber wenn ich mir anschaue, nächstes Jahr, Travel on Nature, immer eine Bühne wie das Starterfeld, auch immer eine Empfehlung dort hinzugehen. Und dann noch über den P1, da könnt ihr euch die Fahrzeuge anschauen, da seht ihr viele Blogger und Vlogger und Instagrammer und wie sie nicht alle heißen. Da könnt ihr sie alle treffen, genau. Ja, was war euer persönliches Highlight? Warum würdet ihr zur Messe kommen wollen 2024? Das schreibt rein in die Kommentare und dann würde ich sagen,
Bleibt uns gewogen, bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.